Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect. Ja, ich habe mir mal diese drei Mass Effect Spiele, die Trilogie gab es im Angebot. Und da habe ich mir die mal gekauft, einfach so, wie man das so macht. Und da wollte ich die einfach mal Let's Playen. Ich habe gehört, die Spiele sollen richtig gut sein, eigentlich. Nur habe ich noch nie eins davon gespielt bisher. Also wird alles jetzt komplett blind. Ich habe nur kurz eine Karriere angefangen wegen Aufnahmezwecken. So, um zu gucken, ob das klappt und so. Der erste Teil, den gibt es jetzt leider nur in 720p. Es gibt zwar, glaube ich, irgendwie Grafikmods, aber da ich mich jetzt leider nicht so sehr mit beschäftigt, wollte ich zwar, aber. Ach, wie das immer so ist und so. Ich denke mal, dann die Folgen werden auch wieder so, ja, 20 bis 30 Minuten, dann jeden zweiten Tag kommen. Wie halt dann immer so bei der quasi. Beim zweiten Projekt. Na gut, und ich würde sagen, dann starten wir mal eine neue Karriere. Los Willkommen geht's. in der Datenbank des Allianzmilitärs. Geheime Hallo. Informationen angefordert. Oh. Ach so, ich will mich hier mit der Datenbank verbinden. Okay, hier, da, so. Sichere Sichere Verbindung wird Verbindung. aufgebaut. Na, muss ja sein. Sichere Verbindung bestätigt. Sehr gut. So, Profilwiederherstellungen. Aha. Bin ich jetzt John Shepard oder? Nee, eigentlich hat sich ja anders. So. Ich komme, ich erstelle mir jetzt mal einen Charakter. Mein Vorname. John wurde schon verpasst, weil ich ja Jonathan heiße. Der Vorname ist Ach und der Nachname ist dann natürlich Shit, ne? Ja. Nein? Nein? Hallo? Jetzt heiße ich Ach Shepard oder what? Ich will doch noch den Nachnamen ändern. Achtung, Oh. fehlerhafte Dateien entdeckt. What? Was willst du denn jetzt Bitte von? Ich stellen Sie glaube. Ihr Profil wieder her. So, Zeit okay, für den gut. Dienst bestätigen. Okay, bin ich Raumfahrer, Kolonist oder von der Erde? So. Ich weiß auch gar nicht das Szenario von Mass Effect, also wird mir vielleicht jetzt alles gleich am Anfang noch erklärt. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen, verblieben dabei die lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Kolonist? Sie sind auf Mindoir geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand des Attika, der Attika-Traverse. Travers? Keine Ahnung. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindoir oder wie auch immer. Wenn du ihr und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Interessant, aber ich bin doch eigentlich von der Erde, oder? Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität in der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianzmilitärdienst gemeldet haben. Klingt zwar irgendwie langweilig, weil ich, aber na egal, ich glaube, ich bin von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. Okay, einzig Überlebender, Kriegsheld oder Skrupel. Das ist interessant. Einzig Überlebender? Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Das klingt schon sehr interessant für mich, ich glaube, das nehme ich. Aber natürlich noch alles andere angucken. Der Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Oh, das klingt irgendwie langweilig. Nee. Skrupellos wäre vielleicht auch noch was, na, aber während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnet und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Das klingt natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin der einzige Überlebende. Militärische Spezialisierung bestätigen. Ach du, jetzt muss ich mir eine Klasse auswählen. Ich muss ja vornherein schon mal sagen, ich bin sehr schlecht in Shootern, vor allem in Third-Person-Shootern, deshalb habe ich mich auch nie wirklich an Mass Effect rangetraut. Aber da werden wir dann sowieso im Laufe des Spiels sehen, wie sehr ich verkacke. So, dann. Das werde ich jetzt, denke ich mal, nicht alles vorlesen, oder? Ich glaube, ich überfliege das alles nur und ja, so.
Klingt ja alles sehr interessant bisher. Biotik-Spezialist, okay. Okay. Ich glaube, ich nehme einfach dann, so wie es bisher wirkt, ganz einfach den Soldat. Das ist, glaube ich, so die Standardklasse, aber naja. Im Fernkampf. Fernkampf ist natürlich insofern gut. Okay. Also, da kann ja alle Waffen nehmen, aber Fernkampf ist halt gut, dann wirst du nicht so oft getroffen, ne? Wächter, okay. Oder Frontkämpfer könnte ich auch nehmen. Also, ich glaube, ich nehme aber Soldat, denn ich bin auch immer einer, der einfach nur reinrennt. Deshalb sterbe ich auch sehr oft. Schätze ich mal, also werde ich bestimmt oft sterben. Pistole und Schrotflinte. Schrotflinte, genau, Flinte. Der ist wahrscheinlich so. Ja, der Allrounder, der nichts besonders gut kann, aber auch nichts besonders Gesicht schlecht. Aber ich bin. Identifikation Egal. bestätigen. So. Will ich mein Gesicht dann noch ändern? Könnten wir mal machen. Was können wir denn machen? Ich will Gesichtsvorschläge haben. Nein, nein. Nee. Nee. Der sieht doch gut aus. Profilwiederherstellung beendet. Ich will meinen Namen aber ändern. Mein Name muss. Gesichtsidentifikation bestätigt. Militärische Spezialisierung. Oh, er Psychologische muss jetzt alles Befähigung nochmal im machen. Dienst. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. So, wie. Nein, ah! Ja, das war jetzt sehr gut. Ah, ist das nervig. Ja, kann man das nicht irgendwie überspringen, so, hier, so. Ich will meinen Nachnamen. Kann ich Achtung, meinen Nachnamen dann gar nicht fehlerhafte ändern? Dateien entdeckt. Ja. Hätte ich mich wenigstens gleich jetzt Achschütt Bitte stellen Shepard Sie Ihr nennen können. Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigt. Ja, Psychologische ja. Befunde bestätigen. Militärische Spezialgesichtsidentifikation bestätigen. So. Profilwiederherstellung beendet. Ach, dann heißt sie jetzt einfach nur noch Ach. Sehr guter Name. Ja, passt schon. Identifikation bestätigt. Machen wir ja normal, automatischer Stufenaufstieg. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut. Anscheinend läuft man da mit der Gruppe rum. Also wie gesagt, ich kenne das ja nicht. Zielhilfe will ich. Okay, mehr als kriegen geht nicht. Okay, ja, passt. Wollen wir alles so? Ja, annehmen. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Uiuiui. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Ja, das stimmt. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Aber ich Nur bitte solche darum. Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich Ist ja stimme klar. dafür. So, 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnte mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die mich verarschen will. Ich wollte das jetzt einfach nur mal schnell vorlesen, weil ich dachte, vielleicht so, ne, und dann. Mäh. War schon ziemlich gemein. Na gut. Das Also wir. Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Naja. So, jetzt fange ich gleich an, wieder zu labern, und gleich labern die bestimmt wieder dazwischen. Ich sehe es schon kommen. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Ja. Das Sollte man immer Massenportal tun. ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Okay. Alle Stationen sichern für Transit. Machen wir jetzt einen Raumsprung oder was oder wie oder haben wir oder
Keine Ahnung. So, gibt's hier was zu labern? Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Juhu. Ach so. Ja, gut. Wir gehen auf eine Raumstation oder auf jeden Fall ein größeres Raumschiff. Portalkontakt in 3, 2, 1. Oder doch ein Portal, meine Güte. Interessant. Cooles Ding, damit wirst du einfach dann durch die Gegend geschossen. Check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Glauben nur Idioten offizielle Versionen? Ach, hier haben wir gleich viele Entscheidungen. Hilfe, Schluss damit. Will ich intervenieren, sie übertreiben? Ganz meiner Meinung. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt ganz mehr genau dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, also Commander? Sofort. Sie scheinen verhängen. Ach Quatsch, einfach habe verstanden. Stur Durchzug und. Ich bin passt unterwegs. Schon gut mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur ach, wenn Quatsch er mit Ihnen spricht, Joker. Genau. So. Mit O, Codex und Enzyklopädie und bla und blub und. Okay, ich laufe einfach los und werde dann irgendwann zwischendurch mal. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und will ihr ich immer brav im Schlepptau hinterher. Immer ja, natürlich. Presley. Sonst kriegst ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das macht es uns nichts. Ja, bestimmt. So. Hallihallöchen, mit dir will ich doch bestimmt sprechen, oder? Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Sprechen oder wo ist denn der Captain? Ich dachte, der Captain hat mich herbestellt. Nee, sprechen klingt jetzt etwas mysteriöser und Verschwörungstheorien und sonst worum was. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ja, weiß ich. Ja, ich entweder weiß es nicht oder. Ach, ist mir eigentlich egal. Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Ganz genau. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande ihres Territoriums. Ach so. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Ja, ist das jetzt eine Drohung? Das könnte man so auffassen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sich das jetzt schon am Anfang alles auf das Spielgeschehen auswirkt und sowas, aber wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht wirklich. Oder frage ich lieber etwas vorsichtiger nach? Ein Quatsch hier, voll Konfrontation. Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Muss sie aber nicht. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Aber natürlich. Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. War ja irgendwie das klar. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt.
Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Okay. So geheimnisvoll. Ich will wissen, was wir bergen sollen. Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Okay. Was ist denn proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ach so, das ist wahrscheinlich die Typiste. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Na dann, warum dem Rat erzählt? Achso, der Typ kommt jetzt bestimmt mit, also oder will bestimmt mitkommen, wir brauchen ihre Hilfe hier nicht. Nee, so unsozial will ich ja nicht sein, sie klingen besorgt. Nö, dafür interessiert mich der zu wenig. Ich bin mein Tier, ich bin froh, dass ihr... Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Aha. Niles möchte sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll sie beurteilen. Eigentlich würde ich ja gerne schon wissen, warum, aber... Ja, hier komm, ich bin voll abgebrüht und hab alle durchschaut, also ich hätte es wissen müssen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Ja. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Ach, immer alle mehr Macht. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Yay. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Okay. Naja, entweder... Also ich soll jetzt die Macht der Menschheit repräsentieren anscheinend. So, frage ich einfach ganz normal nach, ob sie mich eingetragen haben. Wie geht's weiter? Also ablehnen will ich, glaube ich, nicht. Aber will ich den Captain nach der Meinung fragen? Ich weiß es gar nicht. Auch so viele schwierige Entscheidungen. Ach, ich frage einfach mal, ob er mich eingetragen hat. Ich meine, hat er gerade gesagt, aber trotzdem, ne? Man muss ja mal nochmal nachfragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Na, ist ja schon mal gut. Quasi kein Rassismus, ne? Toll. Ach so, die Links, die Fragen links sind immer nur quasi so ein bisschen die Info. Wirken sich aber nicht weiter aus. Also, dann frage ich dich erstmal, wie es weitergeht. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Oha, also wenn ich den jetzt da spiele und die Mission leiten soll, dann werde ich niemals in den Rat da einberufen. Will ich doch was untersuchen? Nee, komm, ich bin bereit zu gehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Genau, ab geht's. Captain, wir haben ein Problem. Oh nein. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Bin ich mal gespannt. Oh oh. Runter jetzt! Ganz viel Baller Baller. Wir werden angegriffen. Ach Quatsch. Wir leiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Ich dachte, die machen einfach nur ein Feuerwerk, dann eine Party. Guck dir nicht an, ich will wissen, wo die alle hingucken. Oh. Sieht ja sehr interessant aus.
Könnte also noch spaßig werden. Danach bricht das ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Ja. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Na, okay. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Alenko und Jenkins. Muss ich mir die Namen jetzt merken und die rauspicken und anlabern? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber anscheinend geht's auch einfach so. Tarnsysteme werden aktiviert. Muss ja sein. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Quatsch. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Ja. Also ich vertraue dem irgendwie nicht so ganz. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Verstanden, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Oh, Hilfe, jetzt habe ich die Verantwortung über zwei, drei Menschen. Viel zu viel Verantwortung. Ne, keine Ahnung. So, jetzt bin ich hier gelandet. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Juhu. Wow. Was ist das? Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit.